Ich würde sagen, wir bereiten uns auf einen Kampf vor. Und zoomen mal ein bisschen raus. Ist das möglich? Eine Gestalt nähert sich durch den Sturm. Die Himmelsklinge des Regenten scheint bereit zu sein, sich dir zu nähern und dich willkommen zu heißen. Wachsende Erkenntnis macht sich auf ihrem Gesicht bemerkbar, als sie ihre Waffe zieht und eine herausfordernde Haltung einnimmt. Gib dich zu erkennen, Eindringling. Wir haben nicht so lange im Auge des Sturms ausgeharrt, um Kyros Sklaven zu werden. Bringt uns zu Stratos Herodin. Barry geht mit ruhender Miene auf die Wache zu. Ich will keine deiner läppischen Drohungen mehr hören oder wie sehr du dein Land liebst. Liefere uns die Schlange im Herzen dieses Nestes aus. Ganz ruhig, Großer. Ich beobachte den ganzen Tag nur den Sturm. Stratos befindet sich hinter den Mauern. Sie blickt verwundert in eure Richtung. Das Abzeichen. Die Wache stößt einen überraschenden Schrei aus. Jemand mit dem Abzeichen des Regenten kommt. Sie kneift die Augen zusammen, um dich in dem Sturm besser sehen zu können. Warum bist du gekommen, Fremder? Ich bin ein Freund von Stratos. Ich bringe eine Nachricht, die nur für ihn bestimmt ist. Lebt er noch? Natürlich lebt er noch, sonst wäre der Sturm vorbei. Gegen das Tosen des Sturms anbrüllen. Ich komme wegen Ashes Tochter. Übergibt sie in meine Obhut oder sterbt. Ich komme, um das Edikt der Stürme zu beenden. Der Regent wird sterben. Ich bin hier, um den Regenten zu töten, aber ich fange mit dir an. Gegen den Sturm anbrüllen. Der Wind ist offen. Der Windfall ist offen. Ich schlage vor, ihr verschwindet mit eurem Leben oder ihr gesellt euch zu dem Haufen von Leichen, die ich aufgetürmt habe. Gegen den Sturm anbrüllen. Die Waffe der Himmelsklinge zittert in ihrer Hand und ihr Gesicht nimmt eine ungesunde Blässe an. Sie scheint gleichermaßen versucht zu sein, sie fallen zu lassen und wegzulaufen oder sie leichtsinnig zu schwingen, um die Distanz zwischen euch beiden zu erhöhen. Mit einem Stirnrunzen fasst sie sich wieder und kommt näher. Du glaubst, ich habe zuvor nie den Sturm gebrüllt, dass meine Verzweiflung, meine Heimat wiederzusehen, sich nicht aus meiner Kehle riss, als ich es am wenigsten vermutete? Du glaubst, ich habe nicht schon mein Gewicht in Rost und Schmutz eingeatmet und dass meine Kehle nicht so rau und ausgedörrt ist wie deine? Dann greif mich an und wir werden sehen, wer am lautesten brüllt. Ja, dachte ich mir fast schon. Come at me, Grave Meat. Lyra, du übernimmst den. Beric, du tauntest den. Laundry, das. Ich auch das. Dann erhöhen wir einfach nochmal noch den Schaden ein bisschen. Bringen den mit einem Federwurf zu Fall. Versuchen am besten beide mal umzuschmeißen. Beric versucht sie ein bisschen zu schwächen. Laundry. Setz mal da. Wieso kannst du das nicht einsetzen? Verstand zersetzen. Sorry, can't do that. Get back! Hat nicht so wirklich geklappt, wie ich es mir gehofft habe. Außer, dass ich jetzt den da an Landwies hacken habe. Lyra brennt immer eins von Latz. Jetzt will ich mal kurz gucken. Artefakt kann ich einmal pro Rast einsetzen. Und was macht das? Zwei Entschlossenheit, Verteidigung gegen Schiebenangriffe, gegen Niederwerfen. So. Herzsucher. Schwall der Gezeiten. Versteiner ihn einfach mal. Au, Landry wurde umgehauen. Sicherheitshalber mal Landry heilen.
Lyra, kannst du den endlich mal ausschalten? So. Ich mach mal einen Stoß, der bufft nämlich ein bisschen. Landry kann ihn eisen. Beric, hau ihn. Lyra hat alleine den einen Gegner schneller tot gekriegt als die drei zusammen den Gegner. Naja, die bronzenen Waffengenossen sind schon ein Schnack mehr als die anderen Gegner. Die Wände der Festung wurden von enormen Stacheln, die der gewaltige Wind vor langer Zeit hierher fegte, teilweise eingerissen. Das ist eine Schriftrolle. Ah, das sind alles hauptsächlich Gegenstände, die wir gut benutzen können. Curious. Lyra, du bist nicht Chef. On the lookout. Right. So. Bronzener Wappengenosse. Noch ein. Habe ich dich vor einer Minute brüllen gehört? Die Wache zittert mit gezogener Waffe. Ich kann nur vermuten, dass auf deinen Stiefeln das Blut meiner Kameradin ist, Eindringling. Ich warne dich, dass ich bereit bin, dir mehr entgegenzuhalten. Und deine schwachen Schreie werden mich nicht aus der Fassung bringen. Aus dem Weg, Bauer. Auch alle Ratten aus dem ganzen unbeugsamen Land halten mich nicht davon ab, meine Hände um die Kehle des Regenten zu regen. Diplomat, ich bin für eine Audienz mit dem Regenten weit gereist. Aus dem Weg oder dich trifft dasselbe Schicksal wie deinem, dem Untergang geweihten Meister. Du beschützt Herr Rodin nach all dieser Zeit noch immer? Wie traurig. Du siehst recht präsentabel aus nach einem Jahr in der Situation. Da ich ja Diplomat am Anfang gewählt habe, würde ich sagen, spielen wir mal diese Karte. Er blinzelt und mustert dich. Meine Vernunft verpflichtet mich, an deinen Worten zu zweifeln. Allerdings sagt mir etwas an deiner Haltung, dass du die Wahrheit sprichst. Er seufzt. Du hast deine Zeit verschwendet, Fremdling. Es liegt an Kyros, das Edikt zu beenden. Und nichts wird den Regenten zu einer Verhandlung bewegen. Ich wünsche, Herodin wäre geneigt, eine bessere Lösung aushandeln zu wollen. Aber er überlässt Kyros die Verantwortung. Er handelt, als würde er abwarten können, bis sich der Sturm legt, aber wir anderen sind uns da nicht so sicher. Für mich klingt das nach einer Herausforderung. Wenn du den Sand aus deinen Augen reibst, siehst du vielleicht, dass wir mit mehr kommen als nur ein paar honigsüßen Worten. Ich glaube, der Regent schätzt seine Position in dieser Sache falsch ein. Mit seiner Untätigkeit setzt er den Krieg aus und wir werden ihn nur zu gern aus seinem Amt entfernen. Ich schlage vor, dass du auf dem gleichen Weg, wie auch immer du es hierher geschafft hast, dahin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Und sag deinem Vorgesetzten, dass wir nicht klein beigeben. Er zögert und setzt an, noch etwas zu sagen. Eine Stimme ertönt von der anderen Seite des Fallgatters. Steckt eure Waffen weg und öffnet das Tor. Ich will mit unserem Gast sprechen. Er blickt über seine Schulter und runzelt die Stirn. Also tritt vor und zeig dich. Wahre Respekt, dann bekommst du keinen Ärger. Werden wir jetzt wirklich Herodim persönlich begegnen? Der Herrscher des unbeugsamen Landes blickt dich mit einer Mischung aus Vorsicht und Erstaunen an. Sein Blick verweilt auf dem standhaften Abzeichen. Das erklärt, wie du die Winde durchdringen konntest. Aber warum bist du gekommen? Nicht um einen Feind zu befreien, nehme ich an. Er kneift die Augen zusammen. Die lange Isolation hat ihren Tribut gefordert, aber wir hören sehr wohl die Nachrichten aus der Welt da draußen. Ich glaube, ich erkenne einen Schicksalsbinder, wenn ich einen sehe. Und ich schlussfolgere, dass du Vendrins Brunnen beansprucht hast. Herodin, Beric schlägt seine Fäuste so fest zusammen, dass beinahe die Erde erbebt. Kommt raus und stellt euch, Feigling, ihr habt euch zu lange vor dieser Abrechnung gedrückt. Der Regent
blinzelt. Kenne ich dich? Dein Gesicht, was ich davon erkennen kann, kommt mir nicht vertraut vor. Er schläft und richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Dein Gefährte scheint etwas labil, um als Gesandter tätig zu sein. Du hast nicht unrecht. Ich würde sagen, er ist zu labil für jede Art von Arbeit. Oh, Lyra. Wir haben über ein Jahr lang im Kerker des Oberherrn überlebt. Ich lebe und damit lebt auch das Geschlecht des Regenten. Selbst die Geschmähten konnten Kyros Wimpfer nicht durchbrennen, als dass der Edikt auf uns niederkrachte. Wie du das verbracht hast, weiß ich nicht genau. Er blickt dich mit einem Anflug von Resignation an. Du bist nicht so weit gereist, um Bedingungen für eine Kapitulation zu diktieren, oder? Dieser Sturm zerstört euer Volk. Gewiss erkennt ihr den Wahnsinn darin, das unvermeidlich hinauszuzögern. Ich komme, um Gravenashs Tochter zu holen. Ich hatte gehofft, euch erst zur Vernunft zu bringen. Ich bin wegen des klaren Himmels hier, aber da war ich wohl falsch informiert. Ich bin hier, um das Edikt der Stürme zu beenden, indem ich Gravenash euren Koffer überbringe. Dieser Sturm zerstört euer Volk. Ich kenne meine Rolle in diesem Stück. Das Edikt hat nur durch das Blut des letzten Regenten beendet werden. So hat Kyros es erlassen. Kann nur beendet werden. Ich muss dich warnen. Ich habe nicht so lange überlebt, nur um mich von Kyros Schoßhund niederstrecken zu lassen. Ich habe den Krieg überlebt, den Selbstmordmarsch der Geschmähten und die lange Isolation dieses Sturms. Ich werde es dir nicht leicht machen. Welchen Selbstmordmarsch der Geschmähten, meint ihr? Im zweiten Jahr des Krieges haben meine persönlichen Truppen eine von Ravenash Elite-Legion gefangen genommen. Wir haben sie zu unserem eigenen Schutz aufgeteilt, teilweise hierher, teilweise nach Dämmermacht, und wollen sie als Druckmittel für Verhandlungen mit Ash verwenden. Du hast die Liebe des Archonten für seine Truppen ausgenutzt, Monster. Der Krieg kam zu einem, man könnte sagen, sich zuspitzenden Patt, als sich eine beeindruckte Armee von Geschmähten vor Wachplatz versammelte, um uns auszuräuchern und unsere Gefangenen zu befreien. Ein nachdenklicher Ausdruck überzieht sein Gesicht, doch er schüttelt ihn ab. Der Rest, wie du weißt, ist Geschichte. Bevor die Geschmähten ihren verzweifelten Angriff beenden konnten, wirbelte das Edikt mein Volk und Ashes Legion auf. Als wären sie aus Stroh, Knochen und Eisen, wurden sie zu dem Staub, der nun über unseren Köpfen wirbelt. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Wenn ihr euch nur ergeben hättet, wären hunderte Nordländer und Südländer gleichermaßen noch am Leben. Das umsonstige Land geht vor niemanden auf die Knie, du Gürteltier aus Rost und Entropie. Erodin blickt Beric zornig an und schüttelt den Kopf. Deine Anwesenheit allein entehrt diese edle Festung. Ein wahrer Anführer hätte bis zum Ende gekämpft, anstatt sich hier zu verstecken. Deine Zweifel sind verständlich, aber warum hätte ich eine Schlacht schlagen sollen, die ich nur verlieren kann? Die Regenten des unbeugsamen Landes sind immer standhaft geblieben, wo andere gefallen sind. Im Wachplatz konnte ich jedem Feind trotzen. Und woher sollte ich wissen, dass Kyros so gnadenlos in seiner Strafe sein würde? Ihr hättet dieses Edikt vor langer Zeit beenden können. Du meinst durch Selbstmord oder durch Hinrichtung durch die Hände meiner Landsleute? Seine Gesichtszüge entgleisen. Das würde die Erhabenheit meines Amtes verraten und zusätzlich die Ehre meiner Soldaten. Wenn wir uns dem Willen des Oberherrn beugen, würden wir alles aufgeben, was das unbeugsame Land ausmacht. Es bereitet mir keine Freude, hier aus der Sicherheit des Auges Stürme über mein Land toben zu sehen. Ich hebe jeden Tag mit der Last dieser Entscheidung, aber ich würde sie niemals hinterfragen. Eure Last ist nichts im Vergleich zu der meinen oder des euren Volkes. Euer Land so zu verdammen ist unverzeihlich. Als Kyros Ash aufforderte, sich zu ergeben, stellte dieser das Leben seiner Soldaten über seinen eigenen Stolz. Ihr seid ein Feigling, und wie ein Feigling werdet ihr sterben. Was hat euch dieser lange Patt eingebracht, außer dem Hass eurer Leute? Zuerst zögert er mit einer Antwort, dann verzieht er das Gesicht zu einer Grimasse. Die Leute wissen nicht, was das Beste für das unbeugsame Land ist. Wir brauchen einen starken Anführer, der die Tradition des Reichs versteht, dessen Blut ein Teil dieses geschichtsträchtigen Erbes ist. Wenn sie mich dafür verachten, dass ich unsere Stärke hier bewahre und den Krieg überdauere, soll es so sein. Ich habe dieses Amt nicht akzeptiert, um verehrt zu werden. Was hat es mir eingebracht? Ich habe das unbeugsame Land in diesem selbstgewählten Gefängnis am Leben erhalten, was auch immer du denken magst. Wie die Verzweiflung, diesen Ort zu erreichen und mein Leben zu beenden, bestätigt nur die Richtigkeit dieser Entscheidung, so hart sie auch war.
Ich werde das Edikt beenden, so oder so. Helft ihr mir dabei oder nicht?